Wir sind bei der Cage Fight Series Nummer 8 hier in Graz und Mario Kainz an meiner Seite, Super Mario, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, hatte gerade es mit einem wuchtigen Italiener zu tun, hat dich aber nicht großartig gestört, am Ende konntest du ihn vorzeitig finishen. Erzähl uns vielleicht deine Sicht der Dinge, wie hast du den Kampf erlebt? Ja, zuerst war ich sehr nervös, es war ein Gegner, keine Videos, man weiß nichts über ihn und die Coaches, der Gerhard und der Mike, die haben mich gut runtergebracht, dann war die Nervosität weg. Und sie haben immer gesagt, und sie haben auch recht gehabt, geh es ruhig an, schau, er lebt 3 Runden und es passt dann. Ja. Ich habe dann versucht, die hintere aufzuladen, gelang mir nicht immer. Und ja, im Endeffekt hat die Ausdauer dann geholfen und war geil, richtig geil. Also. In der ersten Runde habt ihr ordentlich ausgeteilt, es ging ein bisschen hin und her, du konntest ein paar sehr harte Treffer landen. Hattest du jemals das Gefühl, dass er jetzt kurz wackelt? Ja, also am Ende der ersten Runde, das hat man gleich gesehen, er war schon leicht angenockt, aber es war dann die Zeit um und ich bin nicht hinterher gekommen mit einem geraden Schlag oder so. Hättest du gedacht, hättest du jetzt noch vielleicht 10 Sekunden, meinst du hättest ihn finishen können? Also im Steirischen, sag mal, ich habe ihn schon im Rheinl gehabt, ja. Also er hat schon gebrannt. Und dann habe ich mich eigentlich auf die zweite Runde gefreut und danach auf die dritte Runde. Und ja, es war ein geiler Kampf. Und ich möchte da jetzt einen großen Dank an Gauss Leutgeber aussprechen für diese geile Veranstaltung. Also wirklich, ihr lebt es selber. Ja, bisher wirklich eine sehr tolle Veranstaltung, kann ich nur zustimmen. Schöne Fights, unter anderem eben auch von dir. Es ist aber auch ein gutes Erlebnis, wie du auch schon richtig gesagt hast, eben mehrere Runden gegangen zu sein, anstatt jetzt einen schnellen Finish. Man konnte dort auch sehen, reicht die Kondition. In der zweiten hast du ein bisschen runtergeschraubt, hat man gesehen. Und dann bist du nochmal furios in die dritte zurückgekommen. Der Finish am Ende, die harten Schläge, er hat sich dann nochmal weggedreht, der Referee ging dazwischen. War das okay deiner Meinung nach oder hättest du gerne einen richtigen Knockout sozusagen gehabt? Ja, sicher hätte man das gerne, aber das ist der Kampf und ich kann nicht sagen, na, dreh dich her, ich möchte gerne noch einmal eine einschenken. Das kann man nicht sagen, es passt so, er hat gut gekämpft, er hat sehr gut gekämpft, man hat gemerkt, er hat dann angefangen mit den Kicks, er hat harte Kicks gebracht, aber kicken kann ich auch. Schade, dass der High Kick nicht durchgegangen ist, es wäre schön gewesen, seinen Bart habe ich erwischt, aber ja, was soll man machen, ja. Es war ein geiler Fight und ich bedanke mich für jeden, ja. Am Ende hast du alles richtig gemacht. Gratulation zum tollen Kampf. Wir freuen uns natürlich, dich bald wieder in Aktion zu sehen. Danke dir und Glückwunsch. Danke.